Hallo und herzlich willkommen zum nächsten Spiel der Sportfreunde Bad Ems. Heute gibt es richtig viele Tore zu sehen im Spiel gegen die TuS aus Heißenbach. Wir sind nach wie vor auf Tabellenplatz 1, die TuS Heißenbach auf dem drittletzten Tabellenplatz. Der Schiedsrichter pfeift die Partie an und die Sportfreunde sind wieder von Anfang an sofort präsent und spielen engagiert nach vorne. In der 8. Minute direkt die erste Möglichkeit. Marcel tritt erstmal über den Ball, war anscheinend nur ein Fake-Shot. Denn der zweite Versuch, der sitzt dann und es steht schon früh 1:0 für die Sportfreunde. Und wir sind nur kurze Zeit später. Cengiz spielt den Ball raus auf Cihan. Cihan macht ein paar Meter nach vorne, spielt dann erstmal den Fehlpass, kommt aber dann wieder in Ballbesitz und dann, Achtung, Traumpass auf Dennis Bender. Der geht alleine durch. Und toller Schlenzer, Torhüter, keine Chance. Und die Sportfreunde hatten noch nicht genug. Wiederum nur 3 Minuten später. Doppelpass zwischen Marcel und Julian. Julian wieder am Ball. Weiterer Doppelpass mit Marcel und schon steht der Captain frei vom Tor und macht das 3:0. 13. Spielminute. In dem Stile kann es weitergehen. Und genau das passiert auch. 16. Spielminute. Arthur Weirich mit dem Ball, spielt raus auf Cihan. Cihan mit dem Pass auf Dennis. Cengiz auf Julian, Julian auf Marcel und es steht 4:0. Die Gäste aus Heißenbach waren wahrlich nicht zu beneiden. Zu hoch einfach das Tempo, das die Sportfreunde an den Tag legen. Und es sind noch keine 20 Minuten gespielt, da sollte es bereits zum 5. Mal rappeln im Tor. Dennis Bender auf Julian Bär und eiskalt Tor Nummer 5. Wir sind erst in der 21. Spielminute. Arthur mit dem Ball raus auf die rechte Seite auf Mario. Mario nimmt den Ball direkt Richtung Mitte mit, spielt den Ball herein und Julian kommt zum Abschluss. Aber der Ball geht knapp rechts neben das Tor. 26. Spielminute. Cihan mit einem schönen Seitenwechsel auf Cosmin. Cosmin dann mit einem Ball auf Mücke. Ein Doppelpass und der Ball geht ganz knapp am Tor vorbei. Die darauffolgende Ecke. John kommt an den Ball, kann aber den Ball nicht aufs Tor bringen. Spielt nochmal raus auf Cosmin und Cosmin mit einem weiteren seiner gefährlichen Abschlüsse. Da fehlte gut ein Meter. Jetzt waren mal die Gäste dran. Cengiz verliert hier den Ball und der Angreifer mit der Nummer 9 ansatzlos aus 35 Metern und der Ball schlägt gegen die Latte. Tolle Aktion. Wir sind kurze Zeit später. Marcel hat den Ball, spielt den Ball in den freien Raum und Julian auf einmal frei vor dem Tor und spitzelt den Ball am Torhüter vorbei, aber leider auch am Tor. Halbzeitpfiff in der Partie. 5:0 zur Halbzeit. Ein richtig gutes Ergebnis. Und die Sportfreunde in der zweiten Halbzeit auch direkt wieder am Drücker. Der eingewechselte Micha Krohmann mit dem 6:0 kurz nach der Pause. Nun hatten sich die Gäste auch ihren Ehrentreffer verdient. Die Sportfreunde schaffen es im Mittelfeld nicht, die Räume zu verdichten. Und der Angreifer kommt vor Marlon Rieck zum Abschluss. Der Ball wird abgefälscht und der Keeper hat keine Chance, den Ball noch zu halten. 6:1 in der 55. Minute. Aber nochmal, das hatten sich die Heißenbacher auch verdient. In der fairen Partie haben sie nie aufgesteckt und über 90 Minuten ordentlichen Fußball gespielt. In der 56. Minute Dennis mit dem Abschluss, der allerdings geblockt wird. Cosmin kommt an den Ball
und spielt ihn vors Tor. Und da steht Julian Bär und macht das, was er als Stürmer tun soll, nämlich den Ball im Tor versenken. Wir sind in der 64. Spielminute. Toller Chipball von Arthur auf Mario. Mario bringt eine schöne Flanke auf Dennis. Dennis stoppt den Ball und uneigennützig legt er in die Mitte. Und Marcel Giergil ist da. Wir sind in der 70. Spielminute. Mücke hat auf der rechten Seite den Ball, versucht sich da durchzusetzen und der Schiedsrichter entscheidet auf Freistoß. Der Ball kommt vor das Tor gebracht und Julian ist da und der Keeper kann den Ball allerdings festhalten. Die Sportfreunde wieder im Angriff. Ein langer Ball von Arthur gespielt auf Mario über die rechte Seite. Ball kommt herein und Micha Kohmann kann mit dem Kopf den Ball nicht im Tor unterbringen. 73. Spielminute. Marcel behauptet hier den Ball im Zentrum. Wiederum einer der gefährlichen Chipbälle von Arthur. Der Keeper verschätzt sich und Dennis Bender sagt Dankeschön. In der 76. Spielminute. Micha Kohmann mit einem tollen Pass in die Schnittstelle auf Mario. Mario spielt den Ball vors Tor und Marcel kann den Ball leider nicht richtig treffen, sodass der Keeper den Ball abwehren kann. Dann ein weiterer Ball von Julian hier im Doppelpass mit Marcel und plötzlich steht er frei vom Tor und lässt dem Keeper keine Abwehrchance. 10:1, Schlusspunkt der Partie. Aber noch nicht der letzte Höhepunkt, denn der war den Gästen aus Heißenbach vorenthalten. Im Angriff hier ein Ball über die rechte Seite. Ball kommt wieder ins Zentrum zurück und wird dann in die Sturmspitze gespielt. Die Sportfreunde spekulieren auf Abseits und plötzlich stehen zwei Angreifer frei vor Marlon Rieck. Aber der Angreifer kann diesen Ball tatsächlich nicht aufs Tor bringen. Kurz vor dem Abpfiff dann auch die letzte Möglichkeit für die Sportfreunde. Schöner Schuss aus der zweiten Reihe von Marcel Giergil, der aber leider am Tor vorbeigeht. Sehr pünktlich dann der Schlusspfiff des Schiedsrichters. 10 Tore, 4 Torschützen, 7 verschiedene Assistgeber, das hat richtig Laune gemacht. Am kommenden Sonntag steht bereits die nächste Partie auf dem Programm. Dann reisen die Sportfreunde zur TuS aus Katzenellenbogen und Klingelbach. Anpfiff der Partie ist bereits um 12.15 Uhr. Wir hoffen, euch hat das Video Spaß gemacht und ihr seid vielleicht auch live bei unseren Spielen wieder mit dabei. Bis dahin wünsche ich euch noch viel Spaß mit den abschließenden Interviews. Bis dahin, macht's gut! Ja, hi Mücke, Mittwochabend. Ganz klarer Heimsieg, 10-1 gewonnen gegen Heißenbach. Fass mal zusammen, wie hast du das Spiel gesehen? Ja, also ich glaube, wir haben richtig, richtig gut angefangen. Wir haben die ersten 20 Minuten so viel Druck gemacht, dass der Gegner eigentlich gar nicht aus der eigenen Hälfte rauskam. Ich glaube, da haben wir auch 4-5 Tore innerhalb der ersten 20 Minuten gemacht. Dann hat der Gegner halt umgestellt und hat sich gefühlt mit 6 Mann hinten reingestellt und wollte einfach nicht mehr, noch mehr Gegentore kassieren. Und ja, in der zweiten Halbzeit haben wir dann nochmal nachgelegt und haben das solide runtergespielt. Okay, 10 Dinger nach vorne geschossen, leider auch eins hinten kassiert, was sicher nicht hätte sein müssen. Wie sehr ärgert uns das? Ich finde, das sollte uns schon ärgern, weil das war viel zu einfach. Hätten wir da konsequenter gespielt, wäre, glaube ich, nichts passiert. Da hatten die Heißenbacher ja noch eine Chance, wo die noch einen Treffer hätten machen können. Ich glaube, da müssen wir einfach 90 Minuten konzentriert bleiben und dann halten wir auf jeden Fall die Null. Wir haben den Gegner eigentlich dazu auch ein bisschen eingeladen. Persönliche Frage, du selbst hast jetzt das zweite Spiel von Anfang an gespielt. Sehen wir demnächst mal ein Törchen von dir, oder? Ich hoffe es, ich werde weiter Gas geben und wenn der Trainer mich weiter einsetzt, dann werde ich die Saison auf jeden Fall noch netzen. Alles klar, danke dir. Ja, hi Coach, ganz klarer Heimsieg heute, 10-1 gewonnen, Mittwochabend, hat auf jeden Fall Spaß gemacht von außen. Wie hast du das Spiel gesehen?
Ja, es war, glaube ich, ein sehr gutes Spiel von uns. Gerade ja, in der Anfangsphase haben wir ein sehr hohes Tempo an den Tag gelegt und haben es damit dem Gegner quasi unmöglich gemacht, überhaupt erst ins Spiel reinzukommen. Ja, wir machen 5 Tore innerhalb der ersten 20 Minuten. Man muss auch sagen, die waren zum Teil richtig schön rausgespielt. Und ja, das freut mich natürlich, weil das war im Prinzip das, was ich der Mannschaft vorm Spiel mit auf den Weg gegeben habe. Heute einfach Fußball zu spielen miteinander. Und die Tore, die dann gefallen sind, die waren halt wirklich dann nach einfachen Doppelpässen richtig schön rausgespielt. Und ja, ich denke, unterm Strich geht das auch in der Höhe so in Ordnung. Von daher alles in Ordnung. Jetzt freuen wir uns, dass wir die Tabellenführung ein bisschen ausgebaut haben. Vielleicht eine Frage, du predigst trotz der ja eigentlich permanent starken Offensive und den vielen Toren, die wir schießen, auch immer wieder die Defensivarbeit, dass wir uns da weiter ja, absolut fokussieren und konzentrieren sollten. Heute kassieren wir wieder ein Gegentor, wo wir 10 vorne schießen. Wie sehr ärgert dich das dann? Es ist in so einem Spiel gar nicht so einfach, da die Konzentration hinten immer so hoch zu halten, weil man ist wenig unter Druck. Und man muss auch sagen, dadurch, dass wir ständig im Ballbesitz waren, ständig versucht haben, da irgendwo die Lücken zu finden, ist natürlich auch unsere Sechser, unsere Außenverteidiger halt immer wieder auf der Suche, Entfernung zum Gegenspieler aufzubauen. Ja, und wenn wir dann natürlich einen Ballverlust haben, dann ist es logischerweise so, dass wir erstmal wieder auch den Kontakt dann zum Gegenspieler suchen müssen. Und ja, im Endeffekt, man muss ja sagen, das Tor, das war ein abgefälschter Schuss. Das kann halt leider immer passieren. Das ärgert mich jetzt nicht so sonderlich. Ja, jetzt kommt am Sonntag die TuS Katzenelbogen zum letzten Hinrundenspiel. Was erwartest du da für ein Spiel? Wird das ähnlich wie heute, wenn auch vielleicht nicht vom Ergebnis, aber vom Gegner her? Ja, das lässt sich tatsächlich schwer prophezeien. Natürlich ist es von der Tabellensituation her ähnlich wie das Spiel heute. Aber die Katzenelbogen haben vor ihrem letzten Spiel den Trainer gewechselt, haben das erste Spiel dann prompt gewonnen. Von daher, ja, weißt du selbst, wenn der Trainer wechselt, dann kann da durchaus eine gewisse Euphorie aufkommen. Von daher bin ich mir schon sehr sicher, dass die Mannschaft uns fordern wird und dass wir, ja, denke ich, ein bisschen stärker noch gegen den Ball, gegen den Gegner arbeiten müssen, um das Spiel dann auch erfolgreich zu gestalten. Also es ja, wird eine der vielen Herausforderungen, die noch vor uns steht. Alles klar, wir drücken die Daumen für Sonntag. Danke.